So, noch einen Schluck und dann gehen wir mal gucken, wo das Geräusch herkommt hier. Wer klopft hier? Ist hier jemand Stress hier oder was? War das ein, das war ja ein Klopfen oder kommt das von oben? Muss. Woanders geht's ja gar nicht hin. Woanders geht's nicht hin. Jetzt schnell. War da. Nee, Moment. War. Das Geräusch kam doch von da. Moment. Das Geräusch kam vom südlichen Eingang. Sehen wir uns das an, nicht? Ah, okay, doch. Dann ist das aber sehr weit. Dann haben wir aber sehr gute Ohren. Südlicher Eingang. Na gut, das muss von unten kommen. Ich bin gespannt. Also wir sind in der Ausbildung schon etwas fortgeschritten, nicht? Wir können ein bisschen Magie, wir können ein bisschen, ja, ein bisschen Wissen, wir können nähen. Hey, sieh mal. Was? Oh, riecht gut. Da kriege ich auch direkt Hunger. Das ist ja eine Botschaft, nicht? Ah, liebe Valere und Kael, wenn ihr das lest, haben sie mich vermutlich erwischt. Das hier ist nur eine Art Versicherung. Ich hoffe, euch bald sehen zu können. Ich habe Kekse mit Himmelsweidenmarmelade für euch gemacht. Oh, das ist niedlich. Lies weiter, nicht? Ich tue alles, was ich kann, um bei eurem Abschluss dabei zu sein. In der Zwischenzeit viel Erfolg bei der Ausbildung. Ups, jetzt ist die Plattform fast oben und ich sehe, dass Moraine mich erwartet. Ja, sieht sehr wütend aus. Ich versuche das Glas zu deponieren, ohne dass er es merkt, nicht? Vermutlich kann ich keine weiteren Besuchsversuche wagen, aber ich denke jeden Tag an euch und kann es kaum erwarten. Hoffentlich mögt ihr die Kekse. Euer Freund bis in alle Ewigkeit, Gal. Gal, ich sag's ja. Gal ist der Beste, nicht? Steigen wir zur Scheibe hoch und essen die Kekse dort. Keksdose erhalten. Wir steigen hoch. Ein schön paar Kekse snacken. Nam, nam. Diese Kekse sind der Hammer, nicht? Ich glaube einfach nicht, dass Gal hier war. Ich vermisse ihn doch so sehr, nicht? Immerhin scheint es ihm gut zu gehen, nach dem, was in der verbotenen Höhle passiert ist. Wahrscheinlich konnte er schon am Tag darauf wieder lächeln. Du hast vermutlich recht. So etwas darf nie wieder passieren. Wenn wir so weitermachen, werden wir nie etwas nähen, das für uns den Ältesten des Nebels gut genug ist. Es wird passieren. Wir müssen nur hart weiter trainieren und immer Kekse essen. Eins und zwei. Und so trainierten und nähten sie jahrelang. Und dann trainierten und nähten sie noch etwas mehr. Eins, zwei, bis eines Tages unsere Ausbildung fertig war, nehme ich an. Moon Cradle. Okay, schaut mal an. Wow! Zael, das ist es! Was? Ich kann es auch fühlen. Warte mal. Alles klar. Ich hab's auch, nicht? Lass, los, gehen wir zum Direktor. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Sehr schön. Oh ja, wir sind schon ein gutes Stück gewachsen. Jetzt sind wir im... Ja, sind wir erwachsen, würde ich meinen. Aber hier sind immer nur noch ein paar alte Bücher. Wir haben endlich genäht und können jetzt in unser Menü rein. Was haben wir denn für schöne Items? Nichts. Okay, war schon mal gut. Skills.
Wir haben Sichelbogen und Mondagang, ich denke, so kann man das lesen. Kombos, Sonnenwendeschlag. Okay, da müssen wir uns auf jeden Fall noch ran tasten. Er hat auch einen Sonnenwendeschlag, heilendes Licht, Sonnenball. Okay, er ist so ein bisschen der Heiler. Könnte man das so interpretieren? Ich bin gespannt. Hey, wir haben genäht hier. Wir haben hier was. Nach jahrelangen Übungen. Hey, du, Putze. Hey, ihr seid also am Ende eures Trainings? Seid ihr aufgeregt? Ja, natürlich. Sag mal, hast du nicht schon vor ein paar Jahren, wo wir angefangen haben, geputzt? Du hast dich auch nie irgendwie weiterentwickelt, nicht? Meine Güte, sowas Faules. Ist ja nicht mehr normal, sowas hier. Unsere Ausbildung ist auf jeden Fall sehr positiv verlaufen, auch wenn es länger gedauert hat. Hey, Direktor, hallo. Direktor, ich denke, wir sind bereit, nicht? Aber ja, das magische Prickeln in der Luft nimmt schon seit einigen Wochen stets zu. Glückwunsch, von nun an wird kein weiteres Nähen nötig sein. Das ist schon mal gut. Bald ist es Zeit für euch, die Reise zum Ältesten des Nebels anzutreten. Bevor es allerdings dazu kommt, wartet noch eine Aufgabe in der Zenith-Akademie. Oh, unsere Besucher sind eingetroffen. Perfektes Timing. Wer ist... Ah! Oh, wie stark ihr beide geworden seid. Hey, schön euch zu sehen, nicht? Erlina und Brugaves werden mit euch nochmal die Grundlagen des Kampfes durchgehen. Meldet euch bei ihnen, dann kann eure letzte Prüfung beginnen. Sehr schön. Hey! Bereit, die Grundlagen der Magie zu lernen? Natürlich. Dann schauen wir mal. Wenn Feinde Zauber vorbereiten, musst du alles daran setzen, diese zu verhindern. Wenn du auf deine Sinne vertraust, kannst du jene Schadensarten nutzen, die ihre Konzentrationsphase unterbrechen. Einfachere Zauber können mit normalen Angriffen verhindert werden. Valere kann Stumpfen, Seel, Schlitzschaden verursachen. Versuche jetzt, diesen hier zu unterbrechen. Okay. Sie macht jetzt. Hä? Sie hat Kraft 100. Wir greifen einfach erstmal an. Ah, okay. Ah, Ja, okay, wir müssen praktisch zweimal Schlitz und zweimal stumpfen Schaden, dann können wir den Zauber unterbrechen. Ah, okay. Genau so. Einige Zauber müssen mit Magieschaden durchbrochen werden. Du kannst die Geschosse kontrollieren. Probier es also aus. Zael übernimmt Sonne, Valere Mond. Okay, mit Skills. Dann machen wir Mondrang. Und ja, drücke zum Ablenken. Ah, okay, ablenken. Ah, okay, Sonnenball. Halte für Kraft. Ah, okay, gedrückt halten. Gut gemacht. Nun spürst du, dass deine MP niedrig sind, richtig? Um die Intensität im Gefecht beizubehalten, musst du unbedingt MP regenerieren. Stocken wir sie ein wenig auf. Attackiere mich jetzt mit einem normalen Angriff. Okay, wir haben 3 MP. Ah, wir kriegen was zurück. Hast du das gespürt? Durch den Angriff hast du ein wenig MP zurückbekommen. Im Kampf ist Aufmerksamkeit der Schlüssel zum Sieg. Du musst deine Zauber mit normalen Angriffen kombinieren, um dir nicht im falschen Moment die MP ausgehen und du in der Klemme steckst. Im Gegensatz dazu solltest du nicht zögern, Zauber zu wirken, wenn du viel MP hast. Da ein normaler Angriff bei einem vollen Balken vergeudete Regeneration wäre.
Das Wichtigste ist es, zu experimentieren, die Aktion zu variieren und für jeden Kampf den richtigen Rhythmus zu finden. Eine Sache noch. Alle Kampfaktionen, vor allem das Knacken von Schlössern, generieren Kombopunkte. Wenn du genug davon hast, kannst du mit Kombopunkten mächtige Aktionen vollführen. Kombos kosten keine MP und gehen nach einem Kampf verloren. Zögere also nicht, sie einzusetzen. Moraine meinte, du hättest einen ersten Kombo-Angriff erdacht. Zeig ihn mir. Okay, wir gucken mal. Kombo Sonnenwendeschlag. Auf sie. Bam! Von beiden Seiten. Ja, ihr seid wirklich stark. Oh, oh. Halte bei deinem Abenteuer die Augen offen. Du wirst unterwegs Schriftrollen finden, mit denen du weitere Kombos lernen kannst. Viel Glück bei der Prüfung. Du wirst dich sicher gut schlagen. Okay, sehr schön. Wir haben magische Kenntnisse errungen. Jetzt gehen wir mal auf die kämpferischen Kämpfe. Kämpfe. Ihr wisst schon. Willst du die Kampfgrundlagen erneut ansehen? Natürlich. Beginnen wir. Greife mich mit einer beliebigen Reihenfolge an. Nutze D und A, um die verfügbaren Charaktere durchzuschalten. Gruppenmitglieder können ihren Zug in der Reihenfolge deiner Wahl ausführen, jedoch nur einmal pro Runde agieren. Ist bei all deinen Gruppenmitgliedern die Abklingzeit aktiv, wird die Runde zurückgesetzt. Danach sind alle erneut verfügbar. Okay, wir schauen mal. Wir können hier jetzt also... Wir können jetzt, sagen wir mal, wir lassen erstmal Zale angreifen. Bam! Danach Valere. Aua, gut. Konzentration ist beim Vollführen von Angriffen oder Skills essentiell. Mit dem richtigen Timing erhöht sich der verursachte Schaden. Dazu landest du mitunter zusätzliche Treffer. Legen wir los. Drücke zum Zeitpunkt des Treffers Space, um den Schaden zu erhöhen. Oha, das hat was von Final Fantasy 8 mit Squall's Gunblade. Habe ich das geschafft? Gut, probieren wir das nochmal. Ja, nochmal. Das war zu spät. Konzentriere dich und drücke im Moment des Treffers. Okay. Probieren wir mit Zale. Scheint geklappt zu haben. Autsch, ja. Ah, wir hauen den noch ein zweites Mal zu und machen noch ein bisschen... Ah, okay. Autsch. Ja, das ist die Quintessenz. Der Großteil deiner Angriffe und Zauber wird durch perfektes Timing verstärkt. Manchmal landest du auch Zusatztreffer, bis du dein Ziel verfehlst. Betrachte Timing-Treffer eher als willkommene Ergänzung und nicht als etwas, das dir die ganze Zeit über perfekt gelingen sollte. Das wollte ich auch gerade sagen. Nachher konzentriert man sich zu sehr darauf und verkackt's dann einfach. Mach dir darum also keine allzu großen Sorgen. Versuche es weiter, um mit der Zeit ein Gefühl zu bekommen. Okay, kommen wir zum Timing deiner Blocks. Holen wir den kleinen Kerl herein. Was? Hä? Um effizient zu kämpfen, musst du aufmerksam auf Bewegungen in deinem Umfeld achten. Mit dem richtigen Timing kannst du den Schaden von feindlichen Angriffen oder Zauber mit Blocks abwehren. Mach dich bereit. Drücke zum Zeitpunkt des Treffers Space, um den Schaden zu reduzieren. Ah, ihr seht, das war zu früh. Er hat da kurz schon wieder zu. Ich muss mich konzentrieren. Au, ich trinke nur auf die Fresse. Jetzt. Ja. Gut, probieren wir das nochmal. Hat's geklappt? Das war zu früh. Okay. Ach! Nochmal. Ja, ich habe einfach gedrückt. Nee, nicht helfen. Ja, das ist ja nicht schwer, wenn du das
so macht man das. Bleib stets aufmerksam. Manche Muster sind schwerer zu interpretieren als andere. Und es braucht möglicherweise mehrere Blocks. Geh nicht zu hart mit dir ins Gericht. Niemand erwartet, dass du alle Angriffe blocken kannst. Es geht nicht darum, ständig perfekt zu blocken, sondern ein Gespür dafür zu entwickeln. Betrachte Timing-Blocks eher als willkommene Ergänzung, wenn sie dir gelingen. Das Wichtigste ist es, deine Feinde zu beobachten und es zu versuchen. Oh, eine Sache noch. Ach. Scheiße, ich wollte blocken. Wenn ein Gruppenmitglied im Kampf ausgenockt wird, musst du eine defensivere Herangehensweise wählen. Ausgenockte Verbündete stehen von selbst mit 50% LP auf, sobald alle K.O.-Sterne verschwunden sind. Am Ende jeder Runde wird ein K.O.-Stern entfernt. Je öfter du im Kampf zu Boden gehst, desto mehr K.O.-Sterne gibt es. Sei also vorsichtig. Wenn alle Gruppenmitglieder ausgenockt werden, ist das Spiel vorbei. Kämpfe und überlebe, bis Zell zurückkehrt. Okay, wir hauen ihn erstmal aufs Maul. Ja, sehr schön. Komm, schlag mich. Ich konnte fast blocken. Jetzt kriegst du richtig auf die Fresse. Komm her. Ja, sehr schön. Komm, schlag mich. Ich hab doch geblockt. Verdammt. Und da haben wir es. Das war gute Arbeit. Ich bin sicher, die Prüfung wird ein Klacks. Nun ja. Moraine wartet mit der letzten Prüfung. Ihr werdet sie bestimmt bestehen. Ich hoffe es. Müssen wir mal gucken, haben wir noch volle AP? Ja. Mal Reihenfolge? Nö, das ist so okay. Obwohl, Unterstützer. Ja, wir lassen das erstmal so. Mit dem Blocken, das haben wir noch nicht so gut drauf. Wir gucken mal. Ihr seid also bereit für die letzte Prüfung? Wir sind bereit. Dann lasst uns beginnen. Jetzt kombinieren wir alles wahrscheinlich. Oder? Der große Tag ist gekommen. Im Laufe der Jahre hat euch die Zenith-Akademie in vielerlei Hinsicht geprüft. Nun werde ich euch ein letztes Mal prüfen. Habt ihr euren Eid vorbereitet? Ja, Direktor. Ja, Direktor, nicht? Dann sprecht ihn nun. Du zuerst, Seel. Okay. Ich gelobe, mit flinker Hand die Welt zu läutern und meine Gefährten zu schützen, wenn ich die Welt als Klingentänzer beschreite, nicht? Ich wähle die gekrümmte Klinge, da sie Tempo und Reflexe begünstigt. Willkommen, Klingentänzer. Sehr schön. Komm schon, Valere, ich bin fertig. Du bist dran, nicht? Ich gelobe, mit starker Hand Hoffnung zu beflügeln und Böses zu tilgen, wenn ich die Welt als Kampfmenschen beschreite. Ich wähle den Stab, da er selbst die härtesten Schläge erdulden wird. Willkommen, Kampfmenschen. Heute müsst ihr euer in der Zenith-Akademie erlernten Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die letzte Herausforderung erwartet euch unten. Tretet bitte beiseite. Verschwindet aus meinen Augen. Oh, ehe ich es vergesse. Hier habt ihr etwas, womit ihr bei Gesundheit bleibt. 3x Tomaten-Sandwich erhalten. Ah, okay. Nun, da ihr Vertrauen in eure Fähigkeiten habt und mit euren Taten ein Ziel verfolgt, geht den letzten Schritt und kehrt als neue Rekruten unseres Ordens zurück. Ich bin bereit, Valera, nicht? Tun wir's einfach! Was denn? Müssen wir runterspringen? Nun, da ihr Vertrauen in eure Fähigkeiten... Und kehrt es auf die Gott, das...
jetzt sind wir unten. Erstmal raus hier. Ah, ich bin ja ganz nass. Erstmal abschütteln. Okay. So, wir wurden jetzt praktisch ins Game geschmissen. Sehr schön. Sehr schön. Eigentlich starten wir jetzt richtig, würde ich fast meinen. Wir können hier rüber. Können wir hier nach links und rechts? Nö. Sehr schön. Okay. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Hoppi! Hoppi! Hoppi, hoppi! Endlich raus aus der Akademie! Wir wollen kämpfen! Wir wollen Gutes tun! Wir wollen... Da ist eine Truhe. Nicht? Da ist eine Truhe! Da ist eine Leiter. Ist das eine Leiter? Ah! Mein Äuglein entgeht nichts! Was ist das? Eine Keksdose. Ach so. Da bringt uns Gal wahrscheinlich ab und zu mal ein paar Kekse vorbei. Okay. Ah. Die Truhe ist unser. Die ist unser. Ah. So. Ich öffne mal. Ich denke, wir haben da jetzt Geld drin. Einmal kunstvoller Stein. Oha. Was ist das? Kunstvoller Stein. Ein gewichteter Stein passt in eine Feuerschale der Zenith-Akademie. Da hinten ist eine Feuerschale. Eine Schale. Moment mal. Hopp. Und? Was passiert? Wieso werden jetzt Gegner freigeschickt? Kommt mal her, ihr. Kommt mal her, ihr Vorstadt-Pissnelken. Jetzt gibt's auf die Fresse. Wir hauen euch einfach jetzt aufs Maul. Einfach so. Weil wir es können. Ah, der Block ging nicht ganz rein. Nein, der auch nicht. Immer zu spät. So, jetzt gibt's aber richtig hier. Jetzt gibt's hier, Sonnenballen eurer... Bei beide? Halte, ah. Ja, wow. Da hat sie sich noch schnell die Füße abgetreten an den Dreck. Okay. Das ist ja fast wie so ein Kamehameha. Sehr schön. Wir sind unaufhaltsam. Wir sind die Stärksten in dieser Branche. Und wir werden unseren Namen Ehre machen. Hopp, und hopp, und hopp, und hopp. Nur runterfallen sollten wir nicht. Und hopp. Moment, was ist das? Fackel. Hopp, hopp. Hier ist noch eine Feuerschale. Da können wir noch nichts... Oh, jetzt müssen wir balancieren. Sehr schön. Hier haben wir auch was zum Opfern, oder? Ein kunstvoller Stein. Oh Gott, kommt ihn her. Du dreckige Sau. Jetzt gibt's hier, Moment mal. Geht das auf alle? Auf beide? Sehr schön. Ja. Ah, zu spät. Zu spät. Nein, zu spät. Ich bin immer zu spät. Aua, aua. Wieso schlägt der mich? Wir nehmen mal ein Tomaten-Sandwich, glaube ich. Ja. Erstmal. Nom, 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 nom. Jetzt reicht's mir. Mir reicht's jetzt. Du hast aufs Maul, jetzt gibst du. Hey! Nochmal richtig. Kasala! Ha, geblockt. Auch geblockt. Du Vorstadt-Pissnelke. Jetzt gibt's aufs Maul hier. Ja? Fühlt euch nicht mehr so stark, hä? Und du auch, du Dreckschwein. Kombo, wir haben Kombo. Aua. Jetzt gibt's Kombo. Sonnenwende Schlag in deine Snitch-Fresse. Haja. Richtige Bud Spencer-Schelle. So. Drecksviecher. Wer uns hier anmacht, ist den Tod geweiht. Nicht ausrutschen. Huch. Wir haben auch jeweils
in der Arschtasche, also hinten, so ein Mond und so ein Sonnenwedel oder was das sein soll. So, was passiert jetzt? Kunstvoller Edelstein. Da leuchtet jetzt was. Aha. Da können wir interagieren, hier können wir nicht weiter. Jetzt geht's wohl runter, hä? Nee, hoch. Oh. Sie waren noch nicht mal auf der anderen Seite der verbotenen Höhle. Wie sollen Sie das alles verstehen? Denkst du nicht? Wir sollten wenigstens versuchen, es Ihnen zu erklären. Du hast gesehen, wie stark Sie sind. Wyatt wird für Sie ein Spaziergang. Dann verabschieden wir Sie also. Wir verabschieden Sie. Okay, somit ist es amtlich. Wir haben unsere schweißtreibende Ausbildung bestanden. Und meine Güte, was haben wir geschwitzt? Wir haben geschwitzt und geschwitzt wie ein Hund im China-Restaurant. Wir haben Liegestütze gemacht, ohne Ende. Wir haben rumpfkniebeugende Sit-Ups gemacht, ohne Ende. Wir sind Leitern hoch und runter gelaufen. Wir sind Leiter hoch und runter gefallen. Wir haben Leitern erklommen. Wir haben Magie benutzt, wir haben alles kennengelernt und das hat sich auch gelohnt und sind ab jetzt bereit, die große, weite Welt zu erkunden. Und das machen wir natürlich erst im nächsten Part.